In diesem Video erkläre ich dir die Kettenregel super ausführlich anhand von verschiedensten Beispielen, weil danach verstehst du es definitiv. Moin moin zusammen. Du lernst gerade das Ableiten und nun bist du auf diese Kettenregel gestoßen. Was ist das? Grundsätzlich ist das Prinzip dahinter. Du hast eine Funktion und die ist in einer anderen drinnen. Ja, das klingt bespannt, ist es auch, aber wir müssen es trotzdem kennen. Die Formel, die in den meisten Büchern steht, sieht wie folgt aus. G verkettet mit F. Die Ableitung davon nach X ist, indem man G abgeleitet, da drin ist aber ganz normal F von X, mal die Ableitung von F von X macht. Schau dir Folgendes an. Ich habe hier eine Funktion, eine Parabel, 2x ins Quadrat minus 1. Und dann habe ich eine Funktion dritten Grades, das ist dieses g von x. So, und nun passiert Folgendes. G von x frisst, die Bärenschlinge frisst jetzt meinen Kuchen. G von x ist die f von x, das wird verkettet. Und nun passiert nämlich Folgendes. Zum einen, dieser kleine Bad Boy hier, der hat jetzt halt den Kuchen in sich drin, geil, so, und ist super glücklich, dass er den jetzt verschlungen hat. So kannst du es dir vorstellen. Und nun, wie sieht es jetzt halt hier oben aus? Ja, ganz einfach. Also der Kuchen ist ja mein 2x ins Quadrat minus 1. Und der wurde jetzt gegessen, verkettet mit dem x hoch 3. Und dann muss ich mir gedanklich vorstellen, dass dieser Kuchen jetzt gerade das x ist. Na, weil du musst, dieses f von x musst du überall dort einsetzen, wo ein x beim anderen ist. So kannst du es dir vorstellen, dann ist es hoch 3. Und dann siehst du auch, da, hier, ich weiß, es ist mathematisch gerade nicht so korrekt, wie ich es erkläre, aber hier, da ist der Kuchen. Das ist der Kuchen. Und hier, drumherum, das ist der Happy Dude, der jetzt gerade das gegessen hat. So kannst du dir das theoretisch vorstellen. Und nun wollen wir das doch gleich mal anwenden. Also ich hoffe, dass das Grundprinzip verstanden. Verketten bedeutet einfach nur, dass die eine Funktion in die andere eingesetzt wird und überall, wo ein x ist, da setze ich das rein. Na, so erkläre ich es halt immer. Oder ich stelle es mir vor, der eine frisst den Kuchen. Fertig. So, und nun habe ich eben diese Funktion. Dieses 2x ins Quadrat minus 1. Das Ganze hoch 3. Also ich erkenne, wenn ich jetzt in der Aufgabe sehe, das hier, dann weiß ich, ach, da wurde eine Parabel von der x hoch 3 Funktion gegessen. Gut, also muss ich die Kettenregel anwenden, anders geht's nicht. Was mache ich also? Ich mache immer Folgendes. Ich sage immer liebevoll von außen nach innen, wie bei so einer Orange beim Schälen. Du schälst erstmal außen und dann geht's los im Inneren. Und so ist dasselbe jetzt dann auch hier. Ich verkette zuerst außen. Und denke mir, okay, was ist denn das? Das Äußere, das, was verkettet wurde. Der Mensch ist ja ein x hoch 3. Wie leite ich eine ganz normale x hoch 3 ab? X hoch 3 leite ich ab, indem ich die 3 nach vorne hole. Und dann mal x und dann das Ganze da. Basics-Regeln bitte können wir nicht. Video unten in der Beschreibung, da erkläre ich jede Basic-Regel super ausführlich. Und dann ist es ja 3 minus 1, also bedeutet das 3x hoch 2. Das ist das Äußere. Also das ist gerade für mich nur ein Stück Kuchen. Nun leite ich das Äußere, das Männchen ab. Also die 3 wandert nach vorne. Der Kuchen bleibt unberührt. Der ist ja in dem drin. Habe ich den irgendwie zermanscht? Nein, der hat ihn auf einmal geschluckt, der Gierige. So, und nun muss ich noch die hoch 2 hier machen. 3 minus 1. Also ich habe nur die 3 vorgeholt und die hoch 3 minus 1, wie ich es halt immer mache. Und dann ist das hoch 2. Dann habe ich das Äußere gemacht und jetzt erkennst du es auch. Hier, f von x, f von x, f von x. G' und da ist es drinnen. Aha. Und die Ableitung von x hoch 3, was mein gx ja ist, ist ja 3x. Also erkennst du hier, hier ist die 2, hier ist die 2, hier ist die 3, hier ist die 3, das x ist das fx. Ah, und jetzt nochmal, und jetzt sage ich immer dieses Innere, die Orange, jetzt geht es an die leidenschaftliche Frucht. Da ist es
f' von x. Und das Innere von dem ist ja der Kuchen. Und der Kuchen ist ja mein f von x. Also muss ich mein f von x ableiten. F von x abgeleitet ist ja, ganz normale Summenregel, auch Video unten in der Beschreibung, super ausführlich, 4x. Und nun muss ich das einfach hinten dran holen. 4x. Und dann erklärt es auch. Das verkettet. Die Kettenregel sagt nichts anderes aus, als leite das Äußere ab, mein g von x, in dem Fall das Männchen. Innen drinnen lasst mein Kuchen ganz normal, wie er ist. Und hinten dran ballerst du den abgeleiteten Kuchen. So kann man es dir vorstellen. Und nun jetzt noch mal ein bisschen, ne? Das ist so, wer das verstehen möchte, wer es einfach nur anwenden möchte, der kriegt jetzt halt sein Spielchen. Also, was mache ich hier? Ganz simpel. Wie leite ich den ganzen Schlingel hier ab? P von x ist gleich. Also, von außen nach innen. 3 nach vorne gezogen. 3 mal 1/2 ergibt 1,5. Oder eben 3/2, wie das nennen wir, ist mir egal. Das Innere bleibt unberührt. Dumm abschreiben. Stell dich dumm. Manchmal ist es ganz wichtig. So, und dann hoch 3 wird zu 2, weil es ja minus 1 ist, mal das Innere abgeleitet. Das Innere abgeleitet ist, immer in Klammern bitte, wichtig, 9x ins Quadrat minus 2. So, ich hoffe, du kannst es lesen. Nächstes Beispiel. Wie leite ich den Bad Boy ab? Also p von Strich x. Was mache ich hier? Von außen nach innen. Erst außen minus 2 nach vorne holen. Mal minus 0,5. Ich habe nur die minus 2 vor. Mal das Innere bleibt ganz normal, wie es ist. Hoch minus 2. Wird wieder minus 1. Das habe ich sehr ausführlich gemacht. Ne? Und dann muss ich ja noch das Innere ableiten. Und das Innere abgeleitet. Naja, das ist 1. X abgeleitet ist 1 und so kann ich jetzt einfach theoretisch, hätte ich auch vorher schon im Kopf machen können. Also das ergibt 1, x hoch minus 3 mal 1, fertig. So, und nun kommen wir mal zu den bisschen anstrengenderen Sachen, ein bisschen komplizierter. Oh Gott, eine Wurzel, ich dreh durch. Nein, wir sind ja nicht im Wald, wo du stolperst, sondern das ist nicht tragisch. Eine Wurzel ist theoretisch auch eine Kettenregel. Nicht nur theoretisch, es ist so. Und zwar muss ich den Bad Boy erstmal umschreiben. Und eine Wurzel lässt sich immer wie folgt umschreiben. Klammer auf, e hoch, 1/2, x minus 1, Klammer zu, hoch 1/2. Da habe ich ein super ausführliches Video, wo ich das erkläre. Aber gedanklich steht ja hier eine 2. Und da steht ja gedanklich hoch 1 und dann wandert die 1 hoch. Daumen ist es oben, das ist auf dem Schwänzchen, die 2, die steht immer da, die kommt hier hin. Und Daumen kannst du es so umschreiben. Ganz simpel, Pempel. Und nun erkenne ich es. Aha, hier ist eine Funktion, die wurde von der hoch 1/2-Funktion gefressen. Ach Gott, ist doch nicht weiter. Hat mich das erschrocken. Ist doch nicht weiter tragisch. Also, p' von x ist gleich. Was mache ich? Außen nach innen. 1/2 haue ich vor. Zack. Mal. Das Innere bleibt so, wie es ist. 1/2 x minus 1. Klammer zu. 1/2 minus 1 ist minus 1/2. Basics-Regel. Einfach super anwenden. Mal das Innere abgeleitet. Wie leite ich die e-Funktion ab? Einmal doof abschreiben. Mal das obere abgeleitet. Das ist 1/2. Tschakka, fertig, weil minus 1 abgeleitet gibt 0. Jetzt könnte man es noch verrechnen, wie man Bock hat, aber grundsätzlich ist das Prinzip ganz simpel. Nächstes Beispiel, sagt der ein oder andere von euch. Andi, was macht die Quotientenregel da? Nein, das kannst du umformen, ganz simpel. Schau es dir an, wird super geil. Also, wie forme ich dich Bad Boy um? Da, siehst du das? Hoch minus 3, das kann ich umschreiben. 1/3 mal, und das hole ich hoch, das ist ein Potenzgesetz. Geil, minus 4x ins Quadrat, minus 2, Klammer zu, und dann hoch 3. Das ist so, wenn ich es von unten nach oben hole, Vorzeichen wechsle, pauz. Das ist halt einfach ein Gesetz, was ich anwenden kann. Und dann siehst du hier, oh mein Gott, das ist eine Parabel von der hoch 3-Funktion gefressen. Ja geil, ableiten ist so simpel, pauz. Also 3 vor, 3 mal 1/3 sind 1, wer hätte es gedacht, mal dumm abschreiben, ins Quadrat, minus 2, Klammer zu, hoch 3, minus 1 ergibt 2, mal das Innere abgeleitet, das ergibt minus 8x und pauz, minus 2 abgeleitet ergibt nichts. Jetzt kann ich es vorziehen, wenn ich noch Bock hätte. Minus 8x minus 4x Quadrat minus 2, Klammer zu, hoch 2. Pauz, geil gemacht. Hier habe ich noch eine kleine Übung für dich. Halt das Video an, probier es aus. Falls du Ellen nicht kannst, Video unten in der Beschreibung reinziehen, ist wirklich gut. Lösung kommt jetzt. Und das, alles ein super ausgerechnet, ergibt eben das.
3 mal 1 Siebtel mal, Klammer auf, ln, Klammer auf, 2x, Klammer zu, minus 2, Klammer zu, hoch 3 minus 1 mal, Klammer auf, 1 durch 2x mal 2, Klammer zu. Und nach ln-Regel wirklich können. Und dann kannst du das vereinfachen, so. Und dann ist das auch eine schöne Sache. Geil. Also, Kettenregel, was merke ich? Die eine Funktion frisst die anderen, da steckt die drin, die wurden verkettet. Und dann kann ich entweder wirklich so ausführliches machen, wie ich es hier gemacht habe, dass ich erkenne, was ist f, was ist g, leite das ab und setze dann wirklich hier sauber ein, das ist eine Möglichkeit. Oder ich merke mir einfach, wie die geile Orange, dass ich es von außen nach innen mache. Und dann ist es wirklich nur noch außen ableiten, innen lassen, wie es ist und dann eben nochmal das Innere abgeleitet mal mit hinten dran. Gut, merk dir, du kannst Funktionen umformen, du kannst Regeln anwenden, das ist erlaubt, deswegen mach's doch auch. Gut, falls du nicht verstanden hast, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Abo ist eine kleine Klick und unterstützt mich riesig. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut.